Hallo. Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht's um ein kleines Problem, das ich habe und das andere möglicherweise auch haben. Ich habe ja einen älteren Tesla bzw. ein älteres Model 3 Performance und es ist ja so, dass dein Tesla normalerweise im Hintergrund regelmäßig nach Updates sucht bzw. überprüft und das funktioniert bei mir leider mittlerweile nicht mehr so richtig und da gibt's eine Lösung dafür. Solltest auch du von dem Problem betroffen sein, dann sieht es bei dir möglicherweise auch so aus. Man geht hier auf Software, hier scrollst du nach unten und dann hast du hier Software, die aktuelle Versionshinweise und jetzt steht bei mir, ihre Fahrzeugsoftware war am 29.08. 14.09 Uhr aktuell. So, heute ist bereits der 3. September, 11.04 Uhr und damit ist das veraltet. Normalerweise sollte da das heutige Datum stehen und nicht das von vor einigen Tagen. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann gibt es folgende Lösung. Und zwar kennt ja wahrscheinlich jeder diesen Reset. Man drückt diese beiden Scrollrad-Tasten gleichzeitig und hält die gedrückt und dann startet ja das System neu. Und ich mache jetzt folgendes. Ich drücke jetzt hier diese beiden Tasten und halte die gedrückt. Wie man sieht, das System fährt herunter. Normalerweise würde ich jetzt wieder loslassen. Ich halte aber weiterhin gedrückt, bleibt die ganze Zeit auf diesen Scrollrad-Tasten drauf. Und jetzt sollte das System neu starten. Irgendwann erscheint dann das Tesla-Logo, hoffe ich zumindest. Und da ist es auch. Ich halte die Tasten weiter gedrückt und zwar bis dieses Logo verschwindet. So, jetzt lasse ich los. Das System ist hochgefahren. Ich habe jetzt hier aber noch keinen Netzempfang. Das dauert immer eine Weile. Ich fahre vielleicht mal an eine andere Stelle. Ich glaube, hier ist es schlecht mit Netz. So, und nochmal das Ganze. Ich gehe jetzt hier wieder in die Fahrzeugeinstellungen und hier auf Software. Roll hier nach unten. Und jetzt seht ihr, hier steht nun Prüfen auf Aktualisierungen. Das bedeutet, jetzt macht es wieder und sucht hier im Hintergrund nach neuen Updates. Das Ganze hat also funktioniert. Ich muss fairerweise dazu sagen, das Ganze ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe ein Video gesehen und zwar von Elektro-Ronny. Der hat es schon mal gezeigt und mir hat das Ganze weitergeholfen. Ich habe mir gedacht, ich mache dieses Video. Vielleicht kann auch ich dem einen oder anderen damit helfen. Und was total witzig ist, genau wie in dem Video von dem Elektro-Ronny, ist es auch bei mir so, dass genau jetzt tatsächlich ein neues Update verfügbar ist. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Dank und Grüße gehen raus an den Elektro-Ronny. Mir hat's geholfen. Schaut gern beim nächsten Video wieder rein. Ich würde mich freuen. Abonniere doch auch gerne meinen Kanal, um auch in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Außerdem hilft das mir und dem Algorithmus, dass meine Beiträge auch anderen Leuten angezeigt werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, allzeit einen vollgeladenen Akku. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal.